Das war der Hammer. Hey! Hallo! Fuck! Scheiße! Es handelt sich um Selina Steigerwald. 21 Jahre und ist auch hier gemeldet. Die Eltern haben sie gefunden? Ja. Kannst du denn schon irgendwas zum Tathergang sagen? Wir haben gar nichts. Okay, danke erstmal. Ja. Hallo. Hallo. Hat das Mädchen noch gelebt, als ihr hier angekommen seid? Nein, sie war schon tot. Da kam jede Hilfe zu spät. Todeszeitpunkt? So wahrscheinlich vor 1 bis 2 Stunden. Zwischen 5 und 6 Uhr. Okay. Also äußerlich kann ich keine Verletzung feststellen. Was könnte denn die Todesursache sein? Das kann ich noch nicht sagen. Da muss man die Obduktion abwarten. Aber warum liegt sie hier in der Einfahrt? Jemand hat also bei Ihnen Sturm geklingelt. Ja. So gegen 6. Ich bin dann sofort aufgestanden und habe nachgesehen. Und als ich die Tür geöffnet habe, da lag meine Tochter in der Einfahrt. Ich habe natürlich sofort den Notarzt gerufen. Haben Sie gesehen, wer geklingelt hat? Nein. Aber ich habe ein Auto wegfahren sehen. Haben Sie das Fahrzeug erkannt? Den Fahrzeugtyp, das Kennzeichen? Es war irgend so ein Kleinwagen. Aber welcher genau? Guten Morgen. Mein Name ist Rietz. Ich bin auch von der Kripo. Mein Beileid. Wann haben Sie Ihre Tochter denn zuletzt gesehen? Das war gestern Abend. Nach dem Essen ist sie dann auf den Geburtstag einer Studienfreundin gegangen. Naja, solche Studentenpartys, die atmen ja schon mal aus. Sollte die Party denn die ganze Nacht gehen? Also, um Gottes Willen, das war eine Feier im ganz kleinen Kreis. Also, völlig harmlos. Ja, und Selina wollte dann halt auch bei der Freundin übernachten, die Feier gegeben hat. Ja, und eigentlich wollte sie dann auch heute Morgen pünktlich um 9 Uhr zum Frühstück wieder hier sein. Wie heißt denn diese Freundin? Johanna Ackermann. Kriminalpolizei. Grass ist mein Name, mein Kollege Ritter. Sie arbeiten hier? Ich bin der Besitzer, wieso? Wir suchen Johanna Ackermann. Die soll hier arbeiten. Ist sie da? Ja, sie hat gerade einen Kurs gegeben. Schönen guten Tag. Wir sind von der Kriminalpolizei. Krass ist mein Name. Mein Kollege Ritter. Ja? Entschuldigung, könnten Sie uns bitte alleine lassen? Wir sind von der Kriminalpolizei. Dankeschön. Vielen Dank. Können Sie uns sagen, wo Sie heute Morgen zwischen 5 und 9 Uhr waren? Zu Hause, wieso? Da waren wir auch. Um 8 Uhr waren wir bei Ihnen und haben geklingelt. Aber uns hat niemand die Tür geöffnet. Das habe ich wahrscheinlich nicht gehört. Ich war gestern Abend feiern. Naja, und wenn ich was getrunken habe, dann schlafe ich wie eine Tote. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Was wollen Sie denn von mir? Ihre Freundin Selina Steigerwald wurde heute Morgen tot vor dem Haus ihrer Eltern aufgefunden. Was? Ihre Freundin hat ihren Eltern erzählt, dass sie zu ihrem Geburtstag wollte. Aber ich hatte gar nicht Geburtstag. Was glauben Sie, wieso hat sie es ihren Eltern erzählt? Ihre Eltern waren total streng. Sie musste sich immer irgendwelche Lügengeschichten ausdenken, damit sie überhaupt mal weg kann. In Wirklichkeit waren wir im Neutron. Sie meinen die Bar? Hm? Und wann haben Sie den Laden verlassen? So gegen 4. Dieser Barkeeper-Typ hat uns angegraben, so ein komischer Mirko. Und dann hatte ich keinen Bock mehr und habe mir ein Taxi gerufen. Und Ihre Freundin? Die wollte unbedingt da bleiben. Die ist voll auf diesen peinlichen Typen abgefahren.
Ah, hi. Da seid ihr ja schon. Ich wollte gerade was essen. Du isst Rohkost? Ja, ich mache gerade so eine kleine Diät. Ich meine, die Badesaison beginnt und da habe ich gedacht... Aber du hast das doch gar nicht nötig. Du hast doch eine gute Figur. Also wenn hier einer abnehmen müsste, dann... Kann ja nicht jeder so ein Hungerhaken sein wie du, Alex. Hm. Können wir mal langsam zum Thema kommen? Ja, natürlich. Also, todesursächlich in dem Fall war ein Kreislaufkollaps. Ausgelöst durch was? Tja, das kann ich leider noch nicht sagen. Dann müssen wir die weiteren Laborergebnisse abwarten. Fest steht nur, die Frau hatte diverse illegale Substanzen im Blut bzw. im Urin. Tja, und jede dieser Substanzen hätte entsprechend überdosiert zum Tod führen können. Und was genau? Ja, die übliche Palette, aber unter anderem auch GBH, also Gamma-Hydroxybuttersäure, auf Deutsch gesagt. K.O.-Tropfen. Genau. Oder auch Liquid Ecstasy. Ja. Also wollte sie jemand gefügig machen? Gibt's Hinweise auf Geschlechtsverkehr? Sie wurde vergewaltigt? Nein, es gibt keine Verletzungen, die darauf hindeuten. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass der Kuritus einvernehmlich war. Sie hat ja diese K.O.-Tropfen-Intus. Da war sie natürlich total weggetreten. Hast du Sperma gefunden? Nein, also der Täter hat ein Kondom benutzt, aber es gab fremden Speichel an ihrem Hals. Na gut, dann haben wir eine DNA. Fragt sie nur, von wem die ist. Robert und Gerrit haben doch mit ihrer Freundin gesprochen. Die meinte, dass die beiden an dem Tatabend von dem Barkeeper angebaggert wurden. Na gut, also der könnte natürlich dem Mädel was in den Drink getan haben, ohne Probleme. Hallo. Hallo. Hi Leute, was macht ihr da? Wir haben erst 9:30 geöffnet. Die Tür oben stand offen. Ah, okay, ich warte auf meine Kollegin. Gerade aufgemacht. Dann können Sie uns ja so lange ein paar Fragen beantworten. Wir sind von der Kripo. Rietz Ritter. Sind Sie Mirko? Hm. Kennen Sie das Mädchen hier? Selina Steigerwald. Nee, nie gesehen, nie gehört. Ach ja, wirklich? Sie sollen das Mädchen gestern angebaggert haben. Aha, ja genau, gestern Abend. Weil ich hier auch so viel Zeit habe. Ich muss hier 4 Drinks in einer Minute mixen, dann habe ich keine Zeit für die Weiber. Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Und dem Mädchen haben Sie bestimmt einen ganz speziellen Drink gemixt, oder? Das Mädchen ist letzte Nacht an einer Überdosis Liquid Ecstasy gestorben. Also wenn die Kinder mit ihren Drogen nicht umgehen können, ehrlich, also dann ist es nicht mein Problem. Bei mir gibt's nur Originalzeug, nur legales Zeug. Am Hals der Toten haben wir Fremd-DNA sichergestellt. Sie haben doch nichts gegen eine Speichelprobe, oder? Ey, stehen bleiben! Ey, mein Freund, hier geblieben. Los, hinsetzen. Was ist gestern passiert, hä? Ja, gut, ich hab der Kleinen was in den Trink gemixt. Aber das war keine Überdosis. Ach, Sie scheinen sich aber gut auszukennen. Wir wollen jetzt wissen, was ganz genau abgelaufen ist. Ja, gut, also wir haben uns halt gut verstanden und dann sind wir halt zum Vögeln. Aber sie hat mitgemacht, sie wollte das auch. Ach, hören Sie doch auf, Sie haben ein bewusstloses Mädchen missbraucht. Nein, da war sie nicht bewusstlos, also sie hat mitgemacht. Sie ist erst danach zusammengeklappt und dann hatte sie auch keinen Puls mehr und... Und wie kam sie zum Haus ihrer Eltern? Naja, ich habe im Personalausweis nachgeguckt, wo sie wohnt und dann habe ich sie dorthin gefahren. Sie hätten einen Arzt rufen müssen, der hätte ihr vielleicht noch helfen können. Sie sind vorläufig festgenommen, los mitkommen. Mann, ich kann ja nichts dafür, okay? Dieser Kreislaufkollaps wurde nicht durch die K.O.-Tropfen ausgelöst, sondern durch eine Überdosis Dinitrophenol. Das ist ein Nitrophenol. Geht's da noch ein bisschen genauer? Naja, wie soll ich sagen? Dinitrophenol ist eine hochtoxische Substanz. Führt zu einer erheblichen Steigerung der Körpertemperatur, gerade zur Überhitzung. Also die Temperatur bei der Frau ist etwa auf 41 Grad angestiegen. Sie hat also quasi fast innerlich schon gekocht. Und wie kann sie das Zeug eingenommen haben? Ja, leider ist das Zeug oft in illegalen Diätpräparaten enthalten. Es fördert die Fettverbrennung. Was denn, das Mädchen ist an einem Diätpräparat verstorben? Ja, höchstwahrscheinlich. Also auch die übrigen chemischen Substanzen in ihrem Blut deuten darauf hin. Also lag es nicht an den K.O.-Tropfen des Barkeepers? Mit ihrem Tod haben diese K.O.-Tropfen nichts zu tun. Aber warum nimmt das Mädchen so ein Diätmittel? Die hat doch eine ganz normale Figur. Naja, aber die jungen Mädchen reden sich wahrscheinlich ein, dass sie zu dick wären. Ich meine, guck dir mal diese ganzen Models auf den Laufstegen an. Das sind Vorbilder für die. Wenn das Mädchen Komplexe wegen ihrer Figur hatte, dann müssten die Eltern das doch eigentlich wissen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Selina Diätmittel genommen haben soll. Sie hätte einfach mehr Sport treiben sollen und ihre Ernährung umstellen. Sie war eben ein bisschen kräftiger gebaut. Wie bitte?
Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst, oder? Ihre Tochter war schlank, sie hatte eine ganz normale, gute Figur. Fass es nicht. Wissen Sie denn, wie Selina an diese Diätmittel gekommen sein soll? Also, um das herauszufinden, müssen wir erstmal die Präparate sicherstellen, die Ihre Tochter eingenommen hat. Deshalb würden wir uns ganz gerne in Ihrem Zimmer umsehen.